Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video geht das große Glitch-Wochenende weiter. Ich habe euch ja schon einen Solo Unlimited Money Glitch gezeigt und ich habe euch gezeigt, wie ihr jedes Auto in GTA Online kostenlos bekommen könnt. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr mit dem aktuellen Money Glitch, den ich gefunden habe, wie ihr Fahrräder in Crew-Farbe bekommen könnt und diese euch sogar auf einen Autostellplatz stellen könnt. Dafür braucht ihr zunächst einmal wieder den Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, aber ich denke mal, den habt ihr mittlerweile eh alle und deshalb kommen wir nun an dieser Stelle direkt einmal zum Glitch. Startet nun den Job, den wir auch schon beim Solo Unlimited Money Glitch benutzt haben und wählt dann dort die Kategorie Fahrräder aus. Danach sucht ihr euch noch das Fahrrad aus, welches ihr gerne haben wollt und dann sucht ihr euch noch die Wunschfarbe aus, die ihr gerne haben wollt. Ich kann euch nur die Crew-Farbe empfehlen, weil ich finde, diese sehen halt in GTA Online am geilsten aus. Seid ihr nun im Rennen unter der Map gespawnt, müsst ihr wieder über die Rampe in das Motorrad-Clubhaus laufen und dort müsst ihr wieder schnell zur Dartscheibe rennen und dort müsst ihr nun die Pfeiltaste nach rechts und die X-Taste zur gleichen Zeit spammen, damit das Dartspiel beginnt. Seid ihr nun im Dartspiel, drückt ihr noch einmal die Pfeiltaste nach rechts, damit ihr das Dartspiel beendet und nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr das Fahrrad bzw. in meinem Beispiel ja das BMX in eure Garage bekommt. Als erstes zeige ich euch die leichte Variante, bei der ihr das BMX ganz normal an euren Fahrradständer bekommt und dafür müsst ihr jetzt zunächst einmal respawnen, so dass ihr wieder beim Start des Rennens seid und von dort aus müsst ihr jetzt mit dem BMX ganz einfach zu eurer Garage fahren. Seid ihr nun an eurer Garage angekommen, müsst ihr nichts anderes mehr machen als ganz einfach mit dem Fahrrad in eure Garage reinfahren. Und schon habt ihr das Fahrrad an eurem Fahrradständer hängen. Der einzige Nachteil hierbei ist aber, dass das Fahrrad nun nicht versichert ist und wenn euch jemand das Fahrrad kaputt macht, ist das Fahrrad auch wirklich weg. Bei der zweiten Variante zeige ich euch nun, wie ihr das Fahrrad auf einen Autostellplatz bekommen könnt und der Vorteil hierbei ist, dass das Fahrrad dann auch versichert ist. Dafür müsst ihr zunächst einmal wieder zu eurer Garage fahren und dann zu Fuß in eure Garage reinlaufen. Seid ihr nun in der Garage angekommen, setzt ihr euch in ein Auto rein, welches ihr opfern könnt und nun müsst ihr die Dreiecktaste drücken, um zu respawnen und kurz bevor der rote Balken voll ist, müsst ihr die R2-Taste drücken, um mit dem Auto aus der Garage rauszufahren. Und wenn ihr nun alles richtig gemacht habt, backt ihr wieder vor der Garage rum, genauso wie beim Solo Unlimited Money Glitch. Nun müsst ihr wieder kurz warten, bis ihr euch wieder bewegen könnt und dann müsst ihr einfach wieder normal in eure Garage reinlaufen und nachschauen, ob der ganze Glitch geklappt hat. Das Ganze erkennt ihr ja daran, indem das Auto unsichtbar ist, mit dem ihr gerade rausgefahren seid und um das Ganze halt zu kontrollieren, ob das Ganze wirklich zu 100% geklappt hat, könnt ihr ganz einfach am blauen Punkt in der Garage nachschauen, indem dann dort an der Stelle der Name des Fahrrads steht, wo zuvor das Auto stand, mit dem ihr gerade rausgefahren seid. Nun könnt ihr ganz einfach den Job verlassen und wenn ihr dann wieder im freien Modus gespawnt seid, wird das Fahrrad auf dem Autostellplatz auch sichtbar sein und ihr könnt dieses Fahrrad dann auch benutzen. Ich bin aber nun mal raus, ich hoffe das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, lasst mir auf jeden Fall ein Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos, denn dann wirst du in Zukunft keinen krassen Glitch mehr in GTA Online verpassen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.